Wenn Auguste Renoirs kleine Irène den großen Vincent van Gogh trifft. Wenn Edvard Munch sich über die Gesellschaft von Georg Baselitz wundert. Paul Cézanne und Pablo Picasso uns beiläufig von den Wänden beobachten. Wundern wir uns nicht, vom Farbrausch der Expressionisten überwältigt zu werden oder willenlos in Claude Monets großen Seerosenteich zu fallen. Heute werden wir in Kunst baden. Das verspreche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum Museumscheck in Zürich. Das Kunsthaus Zürich haben wir ja schon mal gecheckt, 2010, aber da war es nur halb so groß. Inzwischen ist es das größte Kunstmuseum der Schweiz, dank diesem gigantischen Erweiterungsbau, der jetzt endlich fertig ist. Und auch der ist randvoll mit Meisterwerken. Es gibt also jede Menge zu schauen und zu staunen. Sechs Jahre wurde um den Erweiterungsbau von Star-Architekt David Chipperfield gerungen. Weitere sechs Jahre wurde gebaut. Drei spektakuläre Privatsammlungen sind hier jetzt zu sehen. Eine ist immer noch heftig umstritten. Die des Waffenproduzenten Emil Bührle, der von Nazi-Deutschland profitierte, auch bei seinen Kunstkäufen. Ein heißes Eisen, über das wir reden müssen. Unter anderem mit unserem Gast, der Schweizer Kabarettistin Patti Basler. Patti Basler ist die bekannteste Kabarettistin in der Schweiz. Schlagfertig und unverblümt redet die ehemalige Lehrerin Tacheles. Für so viel intelligente Frauenpower bekommt sie jede Menge Applaus und begehrte Kabarettpreise. Das ist eine Eingangshalle, oder? Das ist eine große Halle. Ich fühle mich hier ziemlich willkommen. Das ist mal genügend breit, ne? Das ist wirklich beeindruckend, finde ich. Das ist auch einladend, oder? Oder findest du es zu viel Beton? Ein Zürcher oder eine Zürcherin würde jetzt sagen, ich habe es größer vorgestellt. Es ist viel grau, ja, aber das mag dann möglicherweise die Farbigkeit und die Buntheit der Kunst mehr hervorheben. Ja, und das sind ja auch schöne Materialien. Also der Marmor, dann der Messing überall, was ja fast golden anmutete, oder? Das ist natürlich kein Messing. Das ist das Nazi-Gold von Emil Bührle. Das ist jetzt endlich hier reingewaschen. Wir haben das jetzt hier schön verarbeitet. Das ist der Pixelwald von Pippi Lotti-Rist. Und ich finde, eigentlich müsste dieses Werk von dieser Schweizer Künstlerin ganz am Anfang sein, um einen gleich komplett aus dem Alltag rauszuziehen, oder? Ja, man fühlt sich ja tatsächlich wie im Wald. Also je nach Farben ist es ein lichter Frühlingswald oder verschneit, oder, wie jetzt. Ne? Ja, jetzt sitzt es wie Schneekristalle, genau diese kalten Farben. Man fühlt sich so hier ein bisschen wie im Palast der Eiskönigin. Oder hier, wenn es so rot ist, das... Da komme ich mir vor, als würde ich durch ein Blutgefäß hindurchwandern. Das sind so auch von der Form her wie diese roten Blutplättchen. Aber es ist wunderbar, mal durch ein Kunstwerk durchgehen zu können, oder? Ja, und auch durch die Pixel durchgehen. Also tatsächlich einmal diese Farben das erfahrbar machen, dreidimensional. Findest du es kitschig? Ein bisschen, aber das stört nicht. Das darf. Pippi Lotti-Rist stimmt uns ein auf den intensivsten Farbrausch der Kunstgeschichte, den Expressionismus. Das Ehepaar Werner und Gabriele Merzbacher sammelte Gemälde, die vor Kraft fast explodieren. Das ist ein solcher Farbrausch hier in der Sammlung Merzbacher, dass man das Gefühl hat, ja, er hat vielleicht diese unglaublich farbigen, expressionistischen Bilder gesammelt, um sein Leben zu erhellen, das ja so schwer war am Anfang.
Er hat ja eigentlich relativ bescheiden gesagt, er gibt diese Sammlung ins Kunsthaus zum Dank, dass es ihn gibt. Er verdankt der Schweiz, dass es ihn gibt. Und das ist ja eigentlich sehr passiv. Das ist nicht mal, weil ich lebe, sondern er sagt, es gibt mich, es würde mich sonst nicht geben. Seine jüdische Familie hat ihn in die Schweiz geschickt, genau. Wurde kurz darauf ermordet in Nazi-Deutschland. Und ja, er konnte dank der Schweiz, dadurch, dass er hier war, überleben. Ist in die USA gegangen, reich geworden und hat eben diese unglaublichen Bilder gesammelt. Und eine Schweizerin geheiratet und dann durfte er endlich Schweizer werden. Bilder, die du dir auch zur Hebung deiner Laune anschauen würdest? Oder sagst du, Expressionismus ist nicht meins? Ich mag eigentlich Expressionismus. Also ich habe eben natürlich eine gymnasiale Ausbildung, war Lehrerin für Kunst, aber nur mit Kids natürlich, auf einem relativ einfachen Niveau. Aber wir haben dann auch immer versucht, halt mal quasi expressionistisch zu malen, im Gegensatz zum ganz fein ziselierten Impressionismus, dann halt großflächig, dick mit Farbe auftragen. Und das hat auch den Kids immer sehr Spaß gemacht. Also gerade sowas wie so eine Blumenwiese, das kann man natürlich dann auch gut mal versuchen zu malen mit Kindern. Findest du diesen Raum denn hier und wie das gestaltet ist? Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Museumsarchitektur. Aber die Bilder kommen gut zur Geltung. Es ist Licht, es ist hell, es ist großzügig. Also mir gefällt es. Und auch das Eichenparkett macht, dass man das Gefühl hat, man hat einen guten Boden unter den Füßen und kann dann mit den Farben ein bisschen abheben im Kopf. Das gefällt mir. Im Erweiterungsbau gibt es Kunst auf 5000 Quadratmetern. 206 Millionen Schweizer Franken hat er gekostet. Dafür hat Zürich jetzt ein ökologisch korrektes Museum. Es ist zu über 80% aus recyceltem Beton gebaut und produziert seinen Strom mit Solarzellen. Sie haben ja diesen Neubau vorangetrieben, haben ihn begleitet jetzt über all die Jahre. Wie glücklich sind Sie mit dem fertigen Ergebnis? Also glücklich ist man natürlich erst dann, wenn es die Leute auch gut finden. Und wir haben jetzt sehr viele Besucherinnen und Besucher gehabt in den ersten Wochen, die zufrieden sind oder glücklich und sagen, was für ein wunderbares Haus. Sich auch freuen über diese großzügige Architektur, die David Chipperfield für Zürich geschaffen hat. Und es ist ein öffentliches Gebäude. Das heißt, das, was Sie unten in der Eingangshalle sehen, ist öffentlich zugänglich. Jeder kann durchgehen. Man betritt das Museum eigentlich erst, wenn man die Treppe hochgeht. Was bieten Sie denn den Menschen, die hier tatsächlich nur durchgehen wollen? Passiert da auch was für den normalen Flaneur? Diese Eingangshalle ist ein Veranstaltungsort. Das heißt, wir haben hier oben eine technische Einrichtung, die es ermöglicht, die Halle zu einem Festsaal umzubauen, zu einer Disco, zu einem Veranstaltungsort, während und auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das Entscheidende für Sie hier im Museum ist natürlich, dass Sie die Ausstellungsfläche verdoppeln konnten. Was bedeutet das für Sie jetzt? Wir haben hier neue Räume für die Sammlung, eine große Offenheit und sehr unterschiedliche Raumfolgen. Alle Räume sind verschieden. Das war ein Wunsch. Und alle Räume, bis auf wenige, die wir bestimmt haben, haben Tageslicht, Seitenlicht, Oberlicht. Das heißt, das Museum ist heute auch aus ökologischer Sicht eigentlich state of the art, indem man das, was der Tag uns bringt, eben auch nutzt, um ein Gebäude zu erhellen. Und damit die Kunst im Rampenlicht glänzen kann und die Besucher sich wohlfühlen. Renoir, Cézanne, Monet, Van Gogh. Hier hat ein Sammler zielsicher Perlen der Kunst gekauft. Leider ist die Sammlung Bührle belastet durch ihre Herkunft. Der Zürcher Waffenproduzent Emil Bührle verkaufte Kanonen an alle, die sie wollten. Vor allem an die Nazis.
Bei seinen Kunstkäufen profitierte er auch vom Leid verfolgter Juden, die ihre Kunstwerke verkaufen mussten. Ihm war doch von Anfang an eigentlich klar, dass das eine Riesenhypothek ist, wenn Sie diese Sammlung hier dauerhaft zeigen, was ja auch ein Grund war, den Neubau überhaupt zu machen. Es ist nicht der Grund gewesen. Manchmal wird uns unterstellt, wir hätten die ganze Kunsthauserweiterung jetzt rund um Bühle geplant und gebaut. Aber es war ein Grund. Aber es ist natürlich ein Grund, dass diese Sammlung, die hier in Zürich entstanden ist, die ganz wesentlich auch verknüpft ist mit der Industriegeschichte dieser Stadt, auch mit dem Wohlstand in Zürich im 20. Jahrhundert, eben aber auch mit der Tatsache, dass in Zürich eine sehr große Waffenfabrikation stattgefunden hat bis in die jüngste Zeit. Dass diese Sammlung damit aufs Engste verknüpft ist, war von Anfang an klar. Und sie war eigentlich auch in der Stadt immer klar, aber sie wurde nicht in dieser Weise thematisiert. Das heißt, die Kombination jetzt aus der Sammlung, die zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder öffentlich ausgestellt ist, und einer historischen Dokumentation, die sich sehr an harten Fakten orientiert, die man jetzt wiedergeben muss, die ganzen Verbindungen von Bühle mit der Stadt, mit der Politik, mit den lokalen Größen, aber auch mit der Zürcher Kunstgesellschaft. Bühle, das ist nicht wegzureden, ist der größte Mäzen, den die Kunstgesellschaft und das Kunsthaus gehabt hat. Man kann da nicht sagen, es interessiert uns nicht oder wir fühlen uns peinlich berührt oder wir sind empört. Es geht ja bei den Vorwürfen einmal um Raubkunst und es geht um Fluchtgut. Werke, die von Flüchtenden verkauft wurden, weil sie dringend Geld gebraucht haben. Da heißt es ja, da ist einiges doch noch nicht geklärt, obwohl ja gesagt wird, es ist alles geklärt worden. Die Provenienzforschung, die Bühle gemacht hat, ist die Grundlage, auf der jetzt auch weiter geforscht werden kann. Es gibt eigentlich keine Sammlung, die so gut erforscht ist wie die von Emil Bühle. Aber diese Grundlage, da sind wir offen, kann natürlich auch noch einmal evaluiert werden von einem unabhängigen Gremium. Dem stehen wir ganz positiv gegenüber. Aber es wird in Zukunft auch nötig sein, über die Fragen von Raubkunst und Fluchtgut anhand dieses Beispiels, aber auch für die Schweiz insgesamt noch einmal einen Diskurs zu führen. Die Werke, die als Raubkunst klar definiert sind, sind bei Bühle seit Jahr und Tag bekannt. Er wurde verurteilt, musste restituieren, hat wieder gekauft. Das sind 13 Werke, die hier auch aktenkundig sind. Und darüber hinaus gibt es in dieser, wie auch in vielen anderen Museumssammlungen, nicht nur hier in der Schweiz, eben Werke, die als Fluchtgut, als Fluchtkunst zu klassifizieren sind. Und hier muss sowohl die Provenienzforschung, die jetzt weiter betrieben wird, als auch auf politischer Ebene müssen im Laufe der Zeit Lösungen entwickelt werden, wie mit dieser Frage umzugehen ist. Das ist schon umwerfend. Drei von den riesigen Seerosenbildern von Claude Monet in einem Raum. Schmälert das für dich den Eindruck, dass die Bilder aus der Sammlung Emil Bühle sind, über die jetzt so heiß diskutiert? Natürlich nicht. Also ich finde es gut, dass man das ausstellt, dass man das der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das sind große Meister, das sind beeindruckende Werke, das soll hier als Kunst stehen und gesehen werden. Dass die Sammlung Bühle noch immer Sammlung Bühle heißt, dass das noch quasi abgefeiert wird, das ist die andere Frage. Ist das vielleicht auch deshalb so ein sensibles Thema in der Schweiz, weil es eben so ganz massiv Schweizer Geschichte berührt? Ja, wenn es nur die Kunst wäre. Also das ganz konkret Geld und Gold und überhaupt der ganze Reichtum der Schweiz ist auch ganz stark mit Blutgeld bezahlt. Da müssen wir schon ehrlich sein. Der
Knabe mit der roten Weste. Dazu habe ich einen wahnsinnig persönlichen Bezug. Ich komme vom Bauernhof und wir hatten all die Farben halt in der Natur. Aber meine Eltern waren große Kunstfans und haben sich Drucke aufgehängt von Klee, von Cézanne und eben zum Beispiel den. Und der hing über dem Esszimmertisch. Links und rechts hingen noch so Joche, die man den Kühen oder den Ochsen anhängt. Und ein Dreschflegel hing so schräg drüber. Als Bedrohung, latente möglicherweise, wie so ein Damoklesschwert. Das ist für mich Kindheit. Also das verbinde ich wahnsinnig stark mit meiner persönlichen Kindheit auf dem Bauernhof. Über dem Esszimmertisch, wo wir dann die Bauernsuppe zu uns genommen haben, abends, wenn es draußen kalt war und ich von der Stallarbeit nach Hause kam. Den Sämann hatten wir auch. Den Sämann, nicht Sämann. Das passt natürlich auch. Mein Vater hat tatsächlich auch noch so manchmal das Saatgut ausgebracht. Und Gauguin, also ganz ähnlich, nicht das hier, aber ein ähnlicher Kunstdruck hing passenderweise im Schlafzimmer, im Elternzimmer, ne? über dem Doppelbett. Das war dann wie bei den Fürsten früher, ne? Da hat man das so zur Animierung. Genau, das war ja nichts anderes als Pornografie. Hier kommt noch ein bisschen Rassismus dazu, Pädophilie und ein seltsamer Muttermilchfetisch, den Gauguin offenbar hatte. Ich fand das schon als Kind verstörend. Also ich habe diese, nicht die nackten Brüste an sich, sondern ich habe gedacht, warum? Warum malt man sowas? Weil man es schön findet. Ja, natürlich. Also natürlich. Muss man das jetzt verdammen? Also ich bin da immer ein bisschen ratlos. Ich finde einerseits richtig, dass man all diese Fragen stellt, aber muss ich es dann verdammen, wenn es einfach ein schönes Bild ist? Man muss es nicht verdammen, natürlich nicht. Es ist ja nicht nur das ästhetische Genießen, sondern es ist das intellektuelle Verarbeiten auch hier in einem Museum. Das gehört dazu, natürlich. Auch im Raum nebenan reiht sich ein Meisterwerk ans andere. Ist es nicht mühselig, immer so hier zu stehen? So. Zusammen mit der Bürle-Sammlung hat das Kunsthaus Zürich jetzt die meisten Impressionisten außerhalb von Paris. Und Werke von Ferdinand Hodler und seinen Schweizer Kollegen sowieso. Das muss natürlich sein, dass wir mit dir auch noch zu den Schweizer Nationalheiligen der Malerei gehen hier, Giovanni Segantini. Ja, das ist ja so eine ländliche Idylle, da könnte ich mir ja fast die kleine Patti vorstellen. Ne? Naja, ich hätte nie freiwillig gestrickt. Von weit her wirkt es wahnsinnig naturalistisch mit den Farben, finde ich. Es ist wahnsinnig lebendig. Ja, aber war das Landleben, das du als Kind hattest, ähnlich idyllisch auf dem Bauernhof deiner Eltern? Also wenn ich das Gesicht dieses Mädchens angucke, ist das überhaupt nicht idyllisch. Und da kommen die Schafe und fressen hier die Wolle weg. Und quasi das ist ja auch so was Kannibalistisches. Die sehen, was aus ihrem Fell da gemacht wird. Ich finde das überhaupt keine Idylle. Aber das ist doch schön dann. Ja. Also ich als Städter empfinde das als schön. Da sieht man den Städter in dir. Ne? Das ist so. Ja, dann probieren wir es mal mit dem Bild. Ja, guck mal, der arme Hirtenjunge, der ist total kaputt. Woran es mich erinnert, beides, ist natürlich an die Heidi. Diese Berglandschaft, der Hirtenjunge und die Schafe hier. Magst du diese Bilder von Hodler? Ja, ich mag die. Das zum Beispiel, das hat was Archaisches. Mhm. Das ist nicht Hochdeutsch, das ist Schweizerdeutsch. Oder da musst du so reden. So. Da ist der Krachen und da hat es Wolken. Und das ist Schweizerdeutsch für mich. Diese Hodler-Bilder sind Schweizerdeutsch, die sind nicht Hochdeutsch. Die Schweiz von Hodler und Segantini gibt es nicht mehr. Die Gletscher schmelzen und unser ganzer Planet ist in Gefahr. Der Klimawandel ist im Museum angekommen. Was wollen Sie denn mit dieser Sonderausstellung zeigen? Es war uns wichtig, dass zur Eröffnung dieses Neubaus auch ein aktuelles Thema gezeigt wird. Ein aktuelles Thema, das uns alle beschäftigt, und das ist eben der Klimanotstand und die Veränderungen der Erde, die durch den Menschen ausgelöst wurden, also in dem sogenannten Anthropozän, in dem wir leben und in dem sich eben der Herzschlag der Erde, die Ausstellung heißt Earth Beats, auch verändert. Oh.
Was ist das für ein Kunstwerk? Es ist auf jeden Fall perfekt für Selfies, oder? Ja, das ist von Wong Ben. Sie ist eine Künstlerin aus Amerika und die schafft so persönliche Biosphären, die eben einen völlig anderen Zugang zur Natur ermöglichen. Weil in dieser ganzen Diskussion ums Anthropozän geht es ja darum, auch diese Hierarchie zwischen Mensch und Natur zu hinterfragen und uns eigentlich auf die gleiche Ebene zu stellen, wie eben diese Mikroorganismen und die jetzt da hier drin leben, diese Pflanzen. Aber man kriegt tatsächlich ein anderes Verhältnis zu dem, wo man normalerweise mit dem Rasenmäher drüber fährt. Genau. Und man riecht, also man spürt die Feuchtigkeit, man riecht, man ist ganz nah dran an den Blättern. Und das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis, also von oben herab, wie man normalerweise schaut auf die Wiese. Die Kunst der Gegenwart soll mehr Gewicht bekommen im neuen Kunsthaus Zürich. Vor allem Werke von Künstlerinnen. Wichtig ist dabei auch der Blick über Europa hinaus. Dieses hier sind abgeschlagene Bierflaschen mit grüner Flüssigkeit gefüllt. Das ist wunderschön. Aber was erzählt diese Arbeit? Ja, sie ist wunderschön, wirklich. Also sie glänzt und leuchtet, wenn man reinkommt. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man diese zerbrochenen Gläser, die sind ganz gefährlich. Also man könnte sich da ganz schwer verletzen. Und es ist eine Arbeit einer südafrikanischen Künstlerin, Lungiswa Kunta heißt sie. Sie ist 1990 geboren, also eine ganz junge Künstlerin. Und die Arbeit heißt Lawn, also sowas wie Wiese oder Rasen. Und sie verweist damit eben auf die sozialen Unterschiede in Südafrika, auf die Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß, auf die schön gepflegten Rasen, die minutiös geschnitten werden bei den Weißen und eben die Rasen, die es in den Townships, wo sie auch aufgewachsen ist, so gar nicht gibt, wo sie eben aus zerbrochenen Flaschen bestehen, wo ein großes Problem mit Alkoholismus besteht, deshalb die Bierflaschen und die grüne Farbe, das ist nicht nur Wasser und grüne Farbe, sondern es ist auch, hat noch Petrol drin. Also es ist eine explosive Mischung und es verweist auch auf eine latente Revolution oder aber auch auf diese Abschrankungen, die es wiederum bei der weißen Oberschicht gibt, die ihre Gärten dann schön schützen mit spitzen Glasscherben oben auf den Mauern. Pesquisas, Ermittlungen heißt diese Arbeit. Worum geht's da? Das sind Vermisstenanzeigen von Frauen, die in der nordmexikanischen Stadt Ciudad de Juárez verschwunden sind. Und deshalb Ermittlungen, weil eben die Verwandten dieser Frauen, die haben diese Vermisstenanzeigen in der Stadt in Juárez aufgehängt. Und die verwittern so langsam mit der Zeit. Also das heißt, diese Frauen, die verschwinden einerseits physisch und dann verschwindet eigentlich auch noch das Bild von ihnen. Und Teresa Margolles, die mexikanische Künstlerin, die arbeitet schon seit langem eben an diesem Thema, an der Gewalt, an diesen Frauen, speziell in Mexiko. Und was sie jetzt hier macht, ist eben diesem Verschwinden dieser Frauen entgegenzuwirken und eigentlich ein großes Monument für diese Frauen zu schaffen und eigentlich auch eine Erinnerung eben an diese Frauen und ein Monument gegen diese Gewalt an den Frauen. Jetzt werfen wir noch kurz einen Blick in das alte Kunsthaus. Am einfachsten geht es durch den Tunnel in den Jugendstilbau von 1910. Kunstbegeisterte Zürcher Bürger hatten diese private Stiftung ins Leben gerufen. Ein Museum, das schnell zu klein war für die vielen Kunstschätze. Im Lauf der Jahrzehnte musste immer wieder angebaut werden. Diesen Raum für Sonderausstellungen hat Emil Bührle in den 50ern finanziert. Und Walter de Maria hat diese gigantische Installation extra für diesen Raum mit 2000 Einzelteilen geschaffen.
In den 70er Jahren kam dieser wenig elegante Sichtbetonanbau dazu. Ein schwieriger Ort für die Kunst. Hier wird jetzt auch die großartige Giacometti-Sammlung präsentiert. Mehr Giacomettis gibt es in keinem Museum der Welt. Nee, aber es gab es früher in den Brieftaschen der SchweizerInnen. Der war ja auf der 100er-Note. Mhm. Ne? Bei Giacometti weiß wirklich jedes Kind, dass er wirklich was wert ist. Weil wenn in der Schweiz auf Geld gedruckt wird, auf Geldscheine, dann muss es was sein. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Hat er für dich einen Wert? Magst du seine Skulpturen? Ja, ja, natürlich. Sie sind auch so ein Gegenentwurf zu mir. Ich finde die Figuren immer wieder berührend. Nicht nur, weil sie so dünn sind, die wirken zerbrechlich. Das stimmt. Und dennoch sind sie sind wahnsinnig menschlich, obwohl so eine Figur nicht mehr viel Menschliches hat. Das ist ein ganz schöner Sprung von einem ins andere, den man hier macht. Ne? Also gerade noch im Betonbau aus den 70er Jahren mit Pop Art und jetzt hier so ganz gediegenes Wohnzimmerambiente. Ich weiß nicht, wie es in deinem Wohnzimmer aussieht. Aber so nicht. In der Schweiz ist das natürlich Standard. Wie viele Tage sollte man mitbringen, wenn man sagt, ich will das Kunsthaus Zürich erleben? Ein Jahresabonnement und eine Physiotherapeutin, die dann die Knie und die Füße massiert am Schluss. Ich bin schon ein bisschen erschlagen, tatsächlich. Eins ist klar, fürs größte Kunstmuseum der Schweiz brauchen Sie viel Zeit, um alles anzuschauen. Lauter Meisterwerke vom Mittelalter bis zur Gegenwart auf 12.000 Quadratmetern. Und ganz nebenbei erzählt Ihnen die Architektur die über 100-jährige Geschichte des Museums. Auch im alten Teil des Kunsthauses Zürich wird fast alles neu präsentiert. Endlich hat zum Beispiel Giacometti den Platz, der ihm gebührt. Genauso wie die Künstlerinnen. Denn auch sie werden mit viel mehr Werken gezeigt als bisher. Außen fasst der Erweiterungsbau endlich den Platz, bringt alle Teile des Kunsthauses harmonisch zusammen. Ich finde ihn wundervoll in seiner Klarheit, Ruhe und Eleganz. Fast ein eigenes Museum, aber voller Anspielungen auf den Altbau. Ein echter Chipperfield, der sich zurücknimmt und die Kunst strahlen lässt. Jeder Raum ist anders, meist mit Tageslicht und erholsamen Ausblicken. Viel Platz für die großartigen Privatsammlungen und die Sammlung des Kunsthauses, die sie perfekt ergänzen. Was die Sammlung Bühle angeht, ist meine Haltung klar. Wenn es tatsächlich noch Fluchtgut darin geben sollte, muss das natürlich zurückgegeben werden. Die Dokumentation finde ich angemessen. Und wenn es wirklich neue Erkenntnisse gibt, rein damit. Aber natürlich müssen diese Meisterwerke unbedingt gezeigt werden. Gerade auch zusammen mit der Sammlung Merzbacher. Denn die Schweiz war in der Katastrophe des Nationalsozialismus eben beides, Profiteur und Rettungsinsel. Dieses Fest der Farben, mit dem Werner Merzbacher sein gewonnenes Leben feiert, ist die reine Freude. Und dieser Kunstraum hier, der vielleicht schönste, den ich je in einem Museum gesehen habe. Überhaupt, selten war das Baden in der Kunst so anregend und genussvoll. Wenn ich hier wohnen würde, hätte ich eine Dauerkarte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.